Hallihallo, der Beutel hier. Willkommen zurück zu Wisdom Survival. So, der Plan für heute ist, wir haben ja noch so eine Quest offen. Crashed Plan. Das schauen wir uns mal an. Das ist nämlich gleich hier vorne. Was heißt gleich hier vorne? Wir müssen schon ein Stückchen fahren. Und die zweite Sache ist die, in einer Folge, ich weiß nicht mehr, vor zwei, drei Folgen, waren wir hier oben, glaube ich, hier. Und da war so eine Leiter, die wir noch nicht fertig gebaut haben. Das machen wir heute alles noch in der Folge. Und wenn die ein bisschen länger geht, dann ist das eben so. So, passt mal auf, Leute. Ach ja, übrigens, ich habe nochmal bei diesem Trader, bei diesem Händler. Hä, lagen hier nicht immer irgendwelche Bretter rum? Habe ich tatsächlich alle Karten gekauft. Und wenn man mal hier so random in die Dinger reinguckt, ne, das hier zum Beispiel, das ist... Oh, wartet. Hier unten, das ist also alles, alle Secrets sind nur zu erreichen, wenn wir übers Wasser gehen, beziehungsweise manche sind sogar nur im Wasser drin. So, hier haben wir das Ding, genau. Wir nehmen mal die 10 Woodplanks. Ach, guck mal, hier habe ich auch noch Gears. Das ist ja geil. Ja, cool. Die Gears nehmen wir mal mit. Und die Woodplanks. So sieht's aus, dass wir dann die Leiter auch bauen können. So, nochmal schnell speichern. Ich weiß übrigens nicht, warum dieses Auto in der letzten Folge wieder stehen geblieben ist. Ich habe dann einfach nochmal den Spielstand geladen, als wir hier ankamen. Und ich hoffe, das fährt jetzt eine Weile. Weil das ist schon irgendwie... Oh, mit Hänger rückwärts fahren, das muss ich noch ein bisschen üben. Das ist schon ein bisschen merkwürdig, weil guckt mal, von der Gesundheitsanzeige her ist das Auto nämlich noch völlig in Ordnung. Sprit ist auch drin gewesen, ne? So, Leute, dann gucken wir uns mal diesen abgestürzten Flugzeug-Dingsbums an. Und ich denke mal, also entweder ist dort, wo wir die Leiter bauen müssen... Ist dort gar nichts Besonderes oder es ist tatsächlich noch so ein Questing, dass wir weiterhin Quests machen können. Ich will irgendwie jetzt noch nicht so richtig aufhören mit dem Spiel. Ich habe zu viel Freude dran. Die Aufnahme läuft, das ist super. So, Leute, jetzt müssten wir doch theoretisch nur hier so rum. Und da ist das. Da kommen wir noch. Wo kommen wir denn dabei vorbei? Naja, es sind einige Wegpunkte. Wir schauen mal, ob wir das heute doch alles in einer Folge unterbekommen. Oh ey, das mit dem Hänger ist so bescheiden. Aber ihr seht, selbst wenn der Hänger da ein bisschen... Wow. Wenn der Hänger da ein bisschen rumeiert, die Gesundheit des Fahrzeugs nimmt nicht wirklich ab. Also ich weiß nicht, warum das dann manchmal so ist, dass das einfach stehen bleibt. Ist wahrscheinlich ein... Oh, wow, wow, wow. Okay, ihr merkt, es fährt sich bescheiden mit diesen Hänger. Aber naja. So, wartet mal ganz kurz hier ein bisschen umsehen. Was haben wir denn hier? Wollen wir da mal kurz reingucken? Dann sind wir ja hier schon bei der ersten Junkyard. Junkyard. Ja komm, wir werfen mal ganz schnell einen Blick rein. Ganz schnell einen Blick reinwerfen. Ich will auch ein bisschen was von dem Spiel noch mitnehmen. Ist ja eigentlich nur ein angezockt, aber ich will trotzdem noch was erleben, was sehen. Ey, guckt mal, da müssen wir zum Beispiel auch eine Leiter bauen, sehe ich gerade. Ich hoffe, wir haben genug Mats. Okay, hier sind ganz viele Zombies. Die können wir dann erstmal umboxen. So, komm mal her hier, mein Freund. Und da kommt der nächste. Alter, sind das viele. So, kurz schauen. Füllen. Empty Bottle. Das Inventar wieder zugemüllt. Das nehmen wir mal mit. Brauchen wir ja für die Leiter, ne? Nehme ich mal an. Junkyard. Übersetzt müsste das doch eigentlich Schrottplatz oder so heißen. Munition nehmen wir natürlich immer mit. So, das Holz lassen wir. Okay, wir schauen erstmal hier außen die ganzen Gebäude entlang und dann bauen wir mal die Leiter und hoffen, dass da oben irgendwas Geiles zu finden ist. Ja, nimm's mit.
Zur Not räume ich nachher irgendwas aus, was in die Container kommt man nicht, ne? So, hier ist auch nichts. Dieses Gebäude ist komplett. Kommt man nicht rein, oder was? Ah, hier ist noch ein Koffer. Springs. Im Frühling braucht man Springs. Wortspiel des Tages. So. Werkzeug müssten wir eigentlich alles haben. Inventory full. Jo, hab ich mir doch schon gedacht. So, Interact. Bild. Climb. Aha. Mehr ist hier nicht. Das ist traurig. Also können wir schon mal davon ausgehen, doch hier ist noch eine Tasche, dass wahrscheinlich dort, wo die andere Leiter gebaut werden soll, dass da auch nichts ist. Alles klar, haben wir jetzt hier alles mitgenommen. So, wir müssten mal was trinken. Und dann klatschen wir uns gleich noch so eine Dose hier rein. So, da haben wir erstmal Hunger wieder voll. Ja. Und weiter geht's. Kommen noch ein paar Stationen. Aber ihr seht, langsam ist dann doch so... Ich meine, klar, wenn man dann so ein paar Secrets hier findet, ist das schon geil. Aber so jetzt loot-technisch sind wir eigentlich schon so weit, dass wir gar nichts Geileres mehr finden als das, was wir schon haben, ne? Also irgendwie ist dann... Oh ey, da war doch überhaupt nichts. Meine Fresse. Gibt es hier eigentlich noch einen Speicherpunkt? Ja, hier vorne kommt gleich ein Speicherpunkt. Falls da wieder irgendwas mit dem Auto ist, dass wir da speichern können. Boah, das gucken wir uns aber auch mal an hier. Das ist... Was ist denn das? Eine Baustelle, okay. Problem ist, haben wir hier noch irgendwie Platz? Wie viel ist denn hier drin? Die ganzen Maps würde ich gerne hier drin haben. Genau, jetzt ist das hier voll. Hier ist noch genug Platz. Sehr gut. Dann klatsch mal hier die Empty Dings rein. Das Gunpowder. Gears. Ja, den Rest verbrauchen wir jetzt mal so nebenbei. Oh shit. Leute, ich habe schon wieder mein Facebook vergessen auszumachen. Ich mach's mal ganz schnell aus nebenbei. Dass hier nicht die ganze Zeit diese Klimbim-Geräusche kommen. So. Dann schauen wir mal hier rein. Oh, wow, wow, wow. Was ist denn? Jetzt habe ich mich erschrocken, Leute. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Du blödes Teil, ey. Oh. Ja, jetzt habe ich den Erste-Hilfe-Dings ungewollt genommen. Aber war ja gar nicht mal so schlimm. Schließlich wurden wir ja auch getroffen. Hier ist wieder so eine, wo man eine Leiter bauen kann. Alles klar, das machen wir gleich. Nicht. Wow. Alter. Okay, damit habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Oh, nicht geladen. Beutel, was ist denn los mit dir? Okay, ich muss mal ganz schnell weg. Ja, Deckung suchen. Wow. Den Leuten habe ich jetzt natürlich nicht gerechnet. Bist du der... Wir hätten ja schon viel, viel eher schießen können, aber hat man ja schon. Die KI ist ziemlich dumm programmiert. Ich muss mich mal ganz schnell verbinden, Leute. Ach ja, wir hatten ja das geile Ding, dass wir jetzt 7 Sachen stacken können. Ich klatsch mir mal noch Pillen rein. So, jetzt sind wir fast wieder voll.
Okay. Mal wieder ein paar Sniper-Bullets. Ich nehme mal lieber die Knarre. Und vor allen Dingen, wo war denn jetzt hier dieser Soldat? Hier, ich brauche nämlich deine Mumbeln. Sehr geil. Ich baue jetzt erstmal die Leiter. Hier, die Tasche hat man, ne? Was fehlt denn? Metal Parts haben wir doch aber eigentlich. Wart mal. Haben wir hier Metal Parts? Nee. Irgendwo haben wir Metal Parts. Dann bauen wir schnell die Leiter. Metal Scrap, Metal Parts. Oh, es sind gar nicht mehr viele. Das heißt, wir sollten dann mal so eine Werkbank finden, dass wir den Metal Scrap in Metal Parts umwandeln können. So, Build, Climb. Jawohl. Nichts drin? Okay. Können wir jetzt nämlich mal von hier oben scouten. Da unten rennt noch einer rum. Alter, wie er gleich getroffen hat. So, jetzt schießt er hier aber so wild um sich und keine Ahnung, wo der ist. Ich versuche mal hier runter, ohne Fallschaden. Das geht. So, wo bist du, Knusperkopf? Da bist du doch gerade gewesen. Hä? Hat er sich jetzt weggepackt? Hä? Der stand doch gerade hier. Leute, wo ist denn der? Da. Okay. Gib dein Loot her. So, ganz kurz umschauen. Oh Gott, ist ja gleich übelst spannend. Nee, lass das bitte. Ich will jetzt keine leeren Flaschen hier mitschleppen. Das Inventar ist schon so zugemüllt. Haufen Betonmischer. Wozu brauchen die denn zwei Betonmischer? Okay, hier ist nichts. Jetzt hier rein. Ah, das ist schon geil gemacht. Ich mag das. Nicht wie so in so vielen Survival Games, dass die Häuser immer alle gleich sind, sondern dass man hier auch mal... Oh. Sondern dass man hier auch mal so geilen Scheiß hat wie hier. Und hier, das ist wieder so ein Gebäude, wo man nicht reinkommt, oder was? Doch, hier. So, das checken wir mal ab. Wow, was ist denn das? Ach, eine Schrotflinte, eine ganz normale, oder? Ah, nimm mit. Trinken müssen wir eh. Also an Loot mangelt es hier wirklich nicht. Ist echt geil. So, dann gehen wir mal durchs Treppenhaus. Ach so, brauchen wir wieder Holz? Bestimmt, ne? Wir nehmen mal mit. Gott, ist hier viel Loot. Guckt euch das mal an. Überall. Ich meine, jetzt gut, jetzt war ja nichts drin. So, Metal Scrap. Metal Parts, da haben wir doch. Scheiß Kartoffeln hätten wir auch da lassen können. Aber egal, jetzt haben wir sie. Jetzt haben wir sie halt mitgenommen. So, Metal Scrap. Hier ist ja fast in jedem Raum ist hier was, ne? Das ist geil. Okay, dann kann es sein, dass wir das mit der Leiter heute an dieser einen Stelle vielleicht doch nicht schaffen. So, lass das hier aus, brauchen wir jetzt nicht. Machen wir dann in der nächsten Folge, ich verspreche es euch. So, höher geht's doch nicht in dem Gebäude. Dann gehen wir noch in das Nebengebäude, wo noch der eine Soldat war. Und dann haben wir diesen Punkt hier auch weg. Geilo. Da gucken wir noch rein. Hier können wir auch hoch. Ne, können wir nicht. Die Leiter ist nicht benutzbar. Leider. Oh, wir haben schon so viel Zeug, Leute. Man kommt hier gar nicht mehr. Oh, was war das? Inventory full. Hau mal hier so eine Pillen noch rein. Hast du noch sowas? Oder die hier. Zack, zack. Nehmen wir alles mit jetzt. Benzin haben wir genug, brauchen wir jetzt nicht. Den Kanister lassen wir getrost stehen. So.
Und dann gucken wir uns noch... Oh, da ist auch noch einer. Den bauen wir jetzt weg. Come on, man, get it. Geilo. Ja, die Bandage lassen wir. Obwohl, kann man die aus seinem Inventar usen? Das wäre doch geil. Ne, es geht nicht. Warte. So, dann ist dort noch einer. Fall doch um, ey. Ja, ihr seht, das sind echt schlechte Schützen. Der hat sich nochmal nachbewegt, ja. Hat doch gezuckt. Oh, der hat viel. Der hat viel Muni. Oh, das war er. Eieiei. Ja, so kriegt man das Zeug wenigstens mal los. Ach, das kannst du hier lassen. Obwohl, das sind ja... Naja. Lassen wir hier. Na, nee, lassen wir nicht hier. Wartet mal. Ich muss mal kurz umpacken. Was ist denn das hier eigentlich? Cotton Wool. Und hier haben wir einen Haufen Energy Drinks. Kriege ich hier noch was rein? Den Apfel können wir doch essen. So. Jo, haben wir. So, mal ganz kurz gucken. Hat man den schon? Inventory full. Ist hier irgendwas? Nö. Dann gehen wir jetzt hoch. Geil, kann man hier auch. Ach nee, kann man nicht. Hier ist wieder ein First Aid Kit. Kann man hier vielleicht raus? Hier kann man raus. Ah, okay. Kommt man dann quasi im Außen höher. Auch nicht schlecht. Oh, da liegt Muni. Wie kommt man jetzt hier rein, Leute? Wir müssen hier irgendwie rein. Obwohl, wartet mal. Vielleicht hier außen rum. Hä? Nö. Dann wahrscheinlich hoch und im Treppenhaus, im Haus dann wieder eins runter. Nehme ich mal an. Hier kommen wir rein, genau. Warte mal, ich muss hier mal umdingsen. Ist die mal? Genau, die Gears brauchen wir nämlich. Was ist denn das? Ich dachte, das schießt auf mich. So. Gut, hier kommen wir nicht raus. Gucken wir noch schnell hier hinten. Die Muni will ich natürlich haben. Gunpowder. Oh, warte mal, da müssen wir wieder irgendwas weghauen. Klatsch mal hier die Woodplanks darüber, genau. Das hier, so. Krass, wie groß das Gebäude ist. Wir einfach mal überall irgendwo was rumliegt. Hier ist noch ein Benzinkanister zum Beispiel. Hier noch mal Metal. Lassen wir jetzt mal liegen. Wir haben so viel Metal mittlerweile. Okay, wir gehen erstmal ganz hoch. Höher geht's jetzt nicht, ne? Oder geht's hier noch höher? Nee, ne? Kann man sich aber verlaufen hier in dem Gebäude. Boah, ich dachte, jetzt falle ich runter, echt, ey. So, okay, hier ist nichts. Dann gehen wir jetzt noch eine runter und da müsste theoretisch diese Munition liegen, die wir gerade gesehen haben. Nur wo? Hier. Zack und zack. Geilo. Gut, haben wir das hier auch abgehakt, die Geschichte. Aber wir wollten ja eigentlich zu dem Flugzeugabsturz. Das machen wir jetzt auch. Wie liegen wir in der Zeit? Schon wieder 20 Minuten rum. Echt cool gemacht. Schöne Überraschung. Hat mir gefallen. So, Leute. Da vorne können wir dann gleich speichern, ne? Genau. Und dann ab zum Airplane.
So, genau, da ist die Speicherbude. Uiuiuiui. Alles mit dem Hänger ist echt scheiße, wenn hier so viel Müll auf der Straße liegt. Oh Mann, oh Mann. So, na komm weg. Safe. Haben wir? So, wie weit ist jetzt von hier noch? Im Prinzip hätten wir hier noch mal Barn. Na, lasst mal gleich zu dem Flugzeug abstürzen, sonst wird es von der Zeit her zu eng. Und da bin ich ja mal gespannt, ne? Wir haben ja bisher immer noch nicht dieses Spezial Fabric gefunden. Oh, was ist denn das hier? Doch, hier müssen wir mal kurz halten, Leute. Was ist denn das hier? Sieht aus wie ein Militärding. Womit wir dann diesen Strahlenschutzanzug bauen können. Bist du hier alleine gewesen? Nee. Okay, haben wir. Ich schau mal kurz. Ist hier noch so ein Kasper? Nö. Krass, ey. Aber wisst ihr, was ich meine? Das, hier gibt es so viele geile Überraschungen. Was Gebäude betrifft und so. Das mag ich sehr. Das mag ich sehr. So, use das mal. Dann nehmen wir hier die First Aid Kit. Achso, man kann immer nur eins so ein Ding mitnehmen. Stimmt. So, dieses Gebäude hier. Mal kurz schauen, kommt man hier rein? Nö. Hat einfach keine. Ist aber ein merkwürdiges Gebäude, wollte ich gerade sagen. Es hat gar keine Tür. Aber wisst ihr, was ich befürchte? Dass hier irgendwo ein Bunkereingang ist. Lass mal ganz kurz hier runter gucken. Ich schätze mal, man kommt doch in dieses Gebäude. Aber unterirdisch. Müssen wir jetzt mal kurz prüfen. Also hier ist nichts, nichts, nichts. Was ist das dort? Zelte. Okay. Aber wisst ihr, was ich meine? Ich glaube, man kommt trotzdem in das Gebäude nur irgendwie unterirdisch. Müsste man mal den Eingang suchen. So, weiter geht's, Leute. Das macht echt Spaß. So, diese Geheimnisse dieser Insel zu entlarven. So, hier müssen wir gleich nachtanken beim Auto. Habe ich auf dem Schirm. Ja, die Zelte lasse ich jetzt mal weg, oder? Oh, ey. Also mich interessiert ja prinzipiell hier alles, aber wir kriegen es ja dann zeittechnisch nicht unter. So. Hui, jetzt hat es aber geruckelt und gezuckelt. Jetzt sind wir hier an dieser komischen Bahnfarm. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Wir fahren jetzt weiter bis zum Flugzeugabsturz. Und das müsste ja theoretisch... Achso, ich hab's ja auch auf der Karte. Es ist gar nicht mehr weit. Boah, ey. Ist das geil. So, Leute. Es ist nämlich ein Teil von der Story. Oh, was haben wir denn hier? Oh, hier sind viele Militärs. Da würde ich mal ganz kurz snipern wollen. Zack, erledigt. Krass. Wow.
Ja. Alter Schwede, kotzt du mich an, du Scheißding. So, mal ganz kurz. So. Jetzt haben wir nur noch 8 Schuss. Okay. Boah! Scheiße, Leute. Das erste Mal tatsächlich. Hä? Hä? Wieso spawnt der hier? Loot geben? Weiß er selber nicht. Ach, das ist ja blöd gelaufen. So. Da müssen wir ein bisschen vorsichtiger rangehen. Ich übersehe diese Türme einfach, ne? So, jetzt lassen wir mal dieses komische Militärcamp, das kleine hier in Ruhe, sondern fahren direkt dorthin. Dieses Lied mag ich übrigens in dem Spiel sehr. So, versuchen wir dich hier vorbeizuschleichen, irgendwie. Mit dem Hänger ist das sehr, sehr lustig. Naja, da hat es uns auch mal erwischt. Passiert. So, hier für, oh, jetzt hat es hier wieder... Eieieiei. Haben wir Benzin einstecken? Steig mal kurz aus. Auch mal die Springs rüber und... Lad mal hier nach. Ach so, wir brauchen noch einen MT-Slot. Weil ja, der muss ja die leere... Geht das hier mit rein? Ja. Jetzt aber. So, haben wir wieder vollgetankt. Fahren wir in die richtige Richtung? Ne, den hat es ja gerade so komisch gedreht. Ja, Leute, die Folge wird heute ein bisschen länger. Ich hab's schon so ein Gefühl. Muss ich bloß aufpassen, dass wir die Türme vernünftig beseitigt bekommen. So, gut, dann fahren wir hier mal rein. Und ich lagere hier mal noch ein bisschen Zeug aus. Also, das brauchen wir nicht. Hier ist ja noch genug Platz. Swire zum Beispiel, Matches. Potatoes. So. Okay, Sniper ran. So, das, da kommt noch einer. Eieiei, daneben. Treffer. So, jetzt haben wir keine Muni mehr für die Knarre. Das heißt, den Rest müssen wir jetzt so erledigen. Aber bringt ja auch XP, ist ja auch nicht schlecht, apropos. Genau, das hat man. Ist nicht mehr buggy, die Anzeige, alles klar. So, kostet uns ganz schön viel Munition, der Spaß. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir hier wieder neue bekommen. So, da ist noch ein Gegner, ich hab's gesehen. Da sind noch mehrere Gegner, alles klar. Jetzt mal hier wieder ein bisschen Zeugs zusammensammeln.
Ein Speicherpunkt wäre jetzt eigentlich ganz geil. Da ist ein Hubschrauber, Leute. Okay. Spannend. Gucken wir uns gleich an. Ich will erstmal hier alle looten und alle NPCs verbannen. Ich glaube, ich nehme mal die Schrotflinte, oder? Oder auch nicht. So, jetzt haben wir aber alle, oder? Ne, dort läuft noch einer. Ja, ich meine, man kriegt ja hier die Muni auch wieder rein. So ist es ja nicht. So, wo bist denn du? Ich hab dich doch gerade gesehen. Drei sind es noch. So, den Rest mach ich jetzt mal mit der Schrotflinte, Leute. Wow. Oh, das war knapp. So. Jetzt sollten wir aber alle haben. Krass. Ein Hubschrauber, Leute. Ist das geil? Mache ich mal einen schönen Screenshot. Jetzt looten wir erstmal alles und dann gucken wir, was da was mit dem Hubschrauber auf sich hat. Vielleicht können wir ja auch fliegen. Das wäre ja geil. Da können wir zumindest ein paar Secrets schon mal erledigen. Nee, leider nicht. Aber trotzdem cool, dass hier sowas mit im Spiel ist. So, jetzt holen wir uns mal hier die ganzen Bullets. Die liegen ja hier offensichtlich überall rum. Diese kleinen Hütten hier kommt man nicht, ne? Ne. Okay, Leute. Ich glaube, dann haben wir soweit alles. Ich lade hier trotzdem nochmal rum, gucken ein bisschen. Hier ist aber nichts. Und dann ist dort vorne unser eigentliches Ziel. Frage ist, wie kommen wir da hin? Müssen wir mit dem Auto außenrum, ne? Alles klar. Cool. Wo sind wir hier eigentlich gerade? Military Base, alles klar. Geilo, fetzt. Ja, die müssen halt bloß unbedingt noch ein bisschen was an der KI machen. Die sind zu schlecht programmiert, sag ich mal, ne? So, dann fahren wir hier mal außen rum. Außen. Ah, jetzt kommt wieder das schöne Lied. Ach, da komme ich wahrscheinlich... Oh ja, doch. Ich dachte schon, ich komme da nicht hin, weil das... hinterm Wasser ist. Ah, hier ist es, Leute. Guckt euch das mal an. Oh, hier sind aber auch Zombies, sind das, ne? Hier wird es gleich neblig. Warum wird es hier neblig? Krass. Irgendwo höre ich noch einen. Ah. Ja, fall doch rum, ey. Was ist denn noch mit dir los? Ich glaube, es ist echt scheißegal, ob man den Kopftreffer verpasst oder ganz normal gegen Körper. Oh, Gunpowder, sehr gut. Ich sollte mir mal angewöhnen, auch die Zombies zu looten. Quest complete. Metal Parts. Krass. Davon muss ich jetzt aber nochmal einen Screenshot machen. Irgendwie einen schönen. Oder so, mit dieser Zombie-Leiche vorne drauf. Das ist eigentlich auch geil.
Gefühl. Aber irgendwas muss doch hier Geiles zu holen geben. Irgendwie hängt er hier fest. Hm. Aber irgendwie nicht. Ah, hier, Koffer. Tja, Leute, hier ist aber nichts. Ist halt nur ein Teil von der Quest. Alter. Die stecken aber viel ein. Ne, das möchte ich nicht. Ach, jetzt hat er doch eine mitgenommen. Ah, hier muss doch irgendwas sein. Das ist alles von der Quest. Tja, Leute. Dann hätten wir das hier. Schade, hier ist nichts weiter. Und dann wäre nur noch die eine Quest. Story Evakuierung. Okay. Oh. Jetzt wäre ich fast drauf gegangen. Leute, cool. Dann suche ich mir jetzt offscreen mal noch einen Speicherpunkt. Hier ist nichts, ne? Quest ist einfach abgeschlossen, indem wir das Ding hier gefunden haben. Hier ist noch was. Und obwohl, vielleicht in der im Cockpit. Hier ist ja das Cockpit. Nö. Nicht. Schade. Eigentlich auch geil aus. Ich will von allen einen Screenshot jetzt. Ja, so. Genau, ich suche mir jetzt was zum Speichern und in der nächsten Folge bauen wir die Leiter auf und machen diese letzte Mission, die hier noch offen ist. Oh je. Genau. Und dann sehen wir mal, ob es weitergeht, ne? Vielen Dank fürs Reinschauen und bis dahin. Ciao, ciao.